Das im April erschienene Souls-like Stellar Blade erhielt am 21. November seinen ersten DLC. Zuvor hat es schon etliche Vergleiche mit Nier Automata von Square Enix gegeben. Der koreanische Entwickler ShiftUp hat sich von diesem Spiel auch stark inspirieren lassen, sodass die Vergleiche durchaus angebracht waren. Nun kam es, wie es kommen muss. Und der erste DLC zu Stellar Blade bringt die Welt vom Schöpfer Yoko Taro in das PS5-exklusive Souls-like von ShiftUp. Ob sich der DLC lohnt und was ihr für die 10 Euro bekommt, verrate ich euch in diesem Video. Wie in der DLC-Beschreibung auf der Shop-Seite von Stellar Blade bekommen wir 4 Nano-Anzüge, Gesichtsaccessoire, also die Augenbinde, 3 Frisuren, kosmetischer Gegenstand für die Drohne, somit sieht die Drohne aus wie der Pot aus Nier Automata und jeweils ein kosmetischer Gegenstand für Adam und Lily. Des Weiteren werden Songs in der Welt abgespielt oder an Speicherplätzen kann man sich diese ebenfalls über den Plattenspieler anhören. Als allererstes müsst ihr das erste Kapitel durchgespielt und den Alphanantiber besiegt, sowie in Xion angekommen sein. Danach geht es später in das erste große Gebiet, das Ödland. Die Outfits von zum Beispiel 2B, A2 oder Pot könnt ihr bei Emil kaufen. Diesen kennt man ebenfalls aus Nier Automata. Er fungierte dort gleichermaßen als Händler. Um die Gegenstände bei ihm zu erwerben, braucht ihr die sogenannten Sterntränen. Diese sind im Ödland oder im späteren Spielverlauf in der großen Wüste zu finden. Wo ihr diese finden könnt, seht ihr im Menü unter Datenbank und dann Sternentränen. Sobald ihr die erste Sternenträne aufgenommen habt, bekommt ihr die Info, dass Emil in der Welt aufgetaucht ist. Am einfachsten findet ihr ihn im Ödland, wenn ihr zur Mülldeponie reist und ein paar Schritte geht. Um mit ihm zu reden, müsst ihr ihn kurz anschießen oder schlagen, dann hält er an. Tut ihr das nicht, fährt er weg und ihr müsst es nochmal probieren. Dort könnt ihr dann eure Sterntränen für kosmetische Items ausgeben. Wer jedoch hier gehofft hat, mit dem DLC ein paar neue Quests zu bekommen oder Gegner aus Nier Automata, wird leider mit diesem DLC nicht glücklich werden. Es handelt sich runtergebrochen um reinen Fanservice für Fans von Nier Automata. Habt ihr euch den DLC zum aktuellen Waifu-Simulator von Sony geholt? Oder sind 10 Euro für nur kosmetische Items euch zu teuer? Schreibt mir das Ganze gerne in die Kommentare. Falls euch diese Art Videos gefallen, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann! Tschüss!